Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Video zu Destiny. Wir machen natürlich sofort weiter mit der König der Besessenen Storyline aus dem neuen DLC. Und wir müssen auf die Erde, und zwar möchte Kate seinen Tarnantrieb noch weiter verbessern. Und da gibt es hier die neue Mission, der Prometheus-Code. Umgehe Rasputins Verteidigung und lade die Tarn-Codex-Protokolle aus seiner Datenbank aus dem goldenen Zeitalter hinunter. Bin mal gespannt. Ich glaube, Rasputin mag es nicht besonders, wenn man in seinen Dateien rumfummelt. Geschweige denn was runterlädt. Das ist schon Blasphemie. Der gute Kriegsgeist, der uns hier so lange beschützt. Und es geht los. Auf die Erde. Gut, dass wir schon da sind. Du willst von Rasputin stehlen. Dann betrittst du eine Welt, die du nicht vollkommen verstehst. Mach dir keine Sorgen um sie, Hüte. Sie ist immer noch sauer wegen ihrem Schiff. Doch wir brauchen Tarnvorrichtungen, um an den Besessenen vorbeizukommen. Und im Bunker des Kriegsgeistes finden wir den Code, den wir benötigen. Ja, mir mal gespannt. Ja, Eris hat ihr Schiff verloren. Dank uns. Kate wollte ja unbedingt, dass wir mit ihrem Schiff fliegen, weil das so nach Schar duftet. Und das ist vernichtet worden von der Waffe von Oryx. Wie können wir nach all dieser Zeit sicher sein, dass Rasputin den Code überhaupt hat? Ich habe ihn schon mal gestohlen. Es läuft schon Musik. In der letzten Kopie habe ich den Tarnantrieb gebastelt, den du in die Luft gejagt hast. Ach, war eh schon alt. Rasputins Musik läuft schon im Hintergrund. Man hört es sogar jetzt hier draußen. Wir müssen in den bekannten Eingang gehen, wie auch in der Daily-Mission damals. Und Dunkelheit lauert. Ich hatte nicht viel Glück dabei, Rasputins Sicherheitsvorkehrungen zu durchbrechen. Du hast die gleiche Bypass-Frequenz, die mir damals Zutritt verschafft hat. Er wird seine Domäne beschützen. Noch mehr interdimensionaler Schleim. Die Besessenen sind hier. Wollte ich auch gerade sagen. Unmöglich. Wir haben diesen Komplex nach der Omnigul-Sache abgesperrt. Kate, sieh dir das an. Oh, das sieht wirklich schlecht aus. Okay. Wenn du sie siehst, halt einfach drauf. Ich habe hier mal das Omulon. Scout-Gewehr mitgenommen. Das, was ich in der letzten Folge gekriegt habe. Das macht 205 Schaden. Bin mal gespannt. Rasputins Bunker. Überall hier besessenen Schleim. Sind sie überhaupt hier reingekommen? Teleportiert. Die Besessenen gehorchen irdischen Einschränkungen nicht. Wette, irdische Kugeln schränken sie aber schon ein. Ja. Gott sei Dank. Ich finde, Omulon-Scout-Gewehre spielen sich echt angenehm, muss ich sagen. Ich habe da auf der Playstation auch schon einige gehabt. Ich war gestern übrigens im Livestream mit Nexus, falls das einer von euch gesehen hat. Wir waren im Oryx im Strike drin, haben den auch komplett durchgespielt gestern in 4 Stunden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Da gibt es auf jeden Fall auch noch eine Zusammenfassung, oder was heißt Zusammenfassung, eine Aufzeichnung auf dem Twitch-Kanal von Nexus. Da könnt ihr euch den Raid sogar nochmal als Aufzeichnung anschauen. Da haben wir gestern komplett von Anfang bis Ende den Raid gespielt und Oryx am Ende auch besiegt. Hat Spaß gemacht. Deswegen kommt heute auch ein bisschen später das Video. Wir waren dann auch ein bisschen, bis kurz vor 2 war ich noch online. Wow. Diese gefallenen Captains, ne, die sind so ätzend mit ihren komischen Kugeln, die sie da schießen. Genau diese Dinger. Wenn man dadurch blind wird. Und wenn man blind ist, dann werden die noch viel aggressiver, wenn man davon getroffen wird. Dann kommen sie richtig angeschissen, ey. Ich pump dich jetzt voll hier. So, Fresse! Mit deinem Blinder, Blindkugeln. So, ist aber ein neuer Komplexabschnitt hier von Rasputins Bunker. Den gab es früher nicht zu betreten. Also, der war früher nicht zu betreten. Ihn gab es vielleicht, aber.
Danke, dass du die Tür für uns öffnest. Sieht aber schon cool aus hier. Auch überall mit den ganzen Kühlkörpern und sowas für seine Prozessoren. Granate. Ich muss hier unbedingt mal wechseln, die Granate. Ey, mir gefällt diese Wand nicht so gut. Aber die erste Spitzgranate ist auch blöd und die letzte habe ich noch gar nicht. Das ist ja das, die ganz normale Vortex-Granate, wie der Warlock hier auch hat. So, das ist meine Pumpgun ab hier. Ich kann es nicht fassen, dass die Besessenen uns so leicht ausfindig machen können. Oryx hasst uns wirklich. Ja. Genau deswegen sind wir hier. Wir brauchen diese Tarncodes. Gestern das Destiny-Video, was gestern kam, das war ein bisschen länger, 35 Minuten. Das heute wird, glaube ich, wieder ein bisschen kürzer. Hui! Das die Flamme einfach nicht nach hinten. Das macht einfach nur so eine Linie. Wenn du die einfach davor schmeißt, du kannst die Gegner zwar aufhalten, das rennt halt keiner rein. Wenn du die ein bisschen falsch wirfst. Vielleicht also nur eine Übungssache. Ah, das Krautgewehr gefällt mir. Ist zwar grün, das heißt, man wird es nicht lange verwenden. Also ich jedenfalls nicht. Was will ist der Dicke da oben? Ja, spring mal runter. Ich krieg den Rausgranate ab, so. Ich kann da schon mal gar nichts machen. Außer weglaufen. Jetzt sind es zwei! Guckt euch den Schaden an, ey, den die kriegen hier. So, der ist weg. Der noch nicht. Ein Schuss. Arkus-Shotgun hier. Machst du die Tür auch auf? Da geht's lang, okay. Oh-oh. Hinter mir jetzt. Sniper! In so einem Gang, ey. Ihr seid doch nicht ganz dicht. So. Weg mit euch. Mann, der hat hier Hightech-Anlagen hier unten, ey, der Rasputin. Der ist gut ausgerastet. Ausgerüstet. Ausgerüstet. Nicht gerastet, ey. Sniper! Und diese Zielmarkierung von dem Nachtpirscher ist immer noch sehr praktisch, wenn man die hier anvisiert. Next one. Ich hoffe, euch zu teilen, Mensch. Totale asexuelle Gegner hier. Ich hätte wieder eine Bubble da unten hin. Ach, guck mal, ich kann auch hier und die dann von hinten machen, ne? Oder einfach mal eine Granate hier runter. Sniper da hinten. Die hauen rein. Bogen! Drei für einen. Ich kann hier was scannen, sagt mein Geist. Was denn? Da, irgendwas? Da geht die Tür auf. Das hier kann ich nicht scannen. Ich sehe es nicht. Rede mit mir, Geist. Was willst du von mir? Genau, wenn ich hier stehe. Vielleicht oben. Ah, egal. Egal. Ja, noch eine Tür, noch eine Tür. Ui.
Jetzt stehen die gut. Die sind alle weggebrannt. Geil. Weil die mal echt schön in einer Reihe da standen, ey. Nachladen. Wie oft teilen die sich eigentlich, ey? Müsste man eigentlich mal... Okay, dann schauen wir, was du aus Rasputin herausbekommen kannst. Ja. Hier sieht man seine Kommandoeinrichtung hier. Hier saß früher der Typ, der ihn gehackt hat oder bedient. Ohne Schreibtisch. Ich verstehe die Logik, nach der diese Kryptosysteme arbeiten, nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie so modifiziert werden können, dass sie an einem Hüter funktionieren. Woher glaubst du, haben Klingentänzer ihre Tarnfähigkeit? Wenn die Vorhut zufrieden ist, dann können wir dem endlich ein Ende setzen. Kehre zum Mond zurück, Stiel Krotas Seele. Wieder zum Mond. Mensch, wir waren noch in der Mission davor. Erst beim Mond, bei Krotas Kristall. Das hat schon nicht geklappt. Jetzt sind wir wieder zum Mond und Krotas Seele jetzt holen. Ja. Na gut. Aber wir haben die Tarnvorrichtung. Wir können ja jetzt durchschleichen. Klingentänzer funktionieren also auch mit dieser Tarnvorrichtung. Ist ja interessant. Und die können das. Sag ja, die Mission war kürzer. 79 Kills, 38 präzise. Ist aber eine schlechte Quote hier. Ja. Schweres MG im Grün. Auf der PlayStation habe ich jetzt Lichtstufe 295 erreicht. 295, das ist schon mal ein guter Wert dafür, dass ich eine Woche Gameplay nachholen musste, sozusagen. Aber es macht sich langsam. Und habe gestern im Raid dann noch von Oryx persönlich ein Impulsgewehr bekommen. Auch sehr cool. Werde ich auch nochmal vorstellen, wenn ich auf der PlayStation mal wieder dann unterwegs bin und da Videos mache. 205. Oh, das verbessert mich hier sogar auch. Hier habe ich 203, ey. Dann habe ich auf der PlayStation schon fast 100 mehr Licht. Was habe ich denn hier freigeschaltet? Das Besiegen angebundener Ziele erhöht Erholung und Rüstung für dich und Verbündete in der Nähe bis zu 5-mal stapelbar. Das Besiegen angebundener Ziele erzeugt Lichtkugeln für deine Verbündeten. Das ist geil. Das ist sehr geil. Ich spiele ja jetzt, gut, die Story spiele ich alleine, deshalb lasse ich doch mal das drin. Aber für Teamspiel allgemein, der Nachtpärscher für Teamspiel und PvE ist so gut mit den Fähigkeiten. Außer die Granate finde ich nicht ganz so praktisch. Die Spitzgranate auch nicht. Da werde ich später wohl größtenteils mit der Vortex-Granate spielen. Die man hier, glaube ich, aber auch noch von der Dauer her verlängern kann. Ja, genau hier. Granaten und Rauch halten doppelt so lange an, ermöglichen starke Gebietskontrolle. Also kann man damit schon mal echt einen Bereich abdecken. Gut, da kann man vielleicht auch doch mit der leeren Mauer irgendwie so einen Gang komplett zumachen, wenn das doppelt so lange hält. Aber die Vortex-Granate finde ich da doch noch besser, weil die so einen größeren Radius hat. Die leere Mauer geht halt nur so in einer Reihe und Vortex hast du halt so einen richtigen großen kreisförmigen Bereich, der auch noch ein bisschen nach oben hin arbeitet oder und so. Gefällt mir besser und dann mit der doppelten Länge richtig cool. Richtig cool. Also, in der nächsten Folge, habt ihr gehört, müssen wir zurück zum Mond und dann wieder hier die letzte Ölung machen. Reise mit Hilfe des Tarnkodex tief ins Herz des Höllenschlunds und stiehle ein Splitter von Krotas Seele. Ja. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.